Alias Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video möchte ich euch 10 Agraraktien präsentieren, womit man sich ein bisschen gegen steigende Agrarpreise auch absichern kann. Ist aber natürlich auch eher was vielleicht von kurzfristiger und mittelfristiger Natur. Langfristig waren es Agraraktien in den letzten 10, 20 und 30. Wahrscheinlich nicht so das beste Investment, weil sie produzieren eine Commodity, was weltweit angebaut werden kann. Aber es gibt halt immer wieder solche Zyklen und kann natürlich auch als Beimischung im Depot Sinn machen, ja, weil jeder gibt Geld auch fürs Essen aus und da kann man sich absichern. Und ich finde das anders als zum Beispiel, ich würde nicht auf Getreidepreise mit Futures oder sowas direkt setzen, weil man da halt einfach nochmal mehr den Preis treibt. Wahrscheinlich ist auch immer nicht so ganz sicher, ist auch unterschiedliche Studien. Aber bei Firmen tut man eigentlich eher was Gutes, ja, weil wenn die steigende Aktienkurse haben, können die eher mehr investieren, was dann wieder den Preisen hilft. Also da ist, glaube ich, steht die moralische Diskussion nicht zur Debatte. Und gibt natürlich schon verschiedene Bereiche, ja, Firmen, die halt wirklich Agrarland besitzen, gibt es nicht so viel an den Börsen, weil es eher Privatbesitz, Maschinen oder natürlich über Dünger oder Saatgut und möchte ich hier kurz präsentieren, aber natürlich auch gerne kommentieren und eigene Ideen bringen. Und noch ganz kurz der Hinweis, bei einigen bin ich indirekt über Wikifolios oder privat investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das erste wäre Cresud. Das ist so das führende Agrarunternehmen in Argentinien. Haben auch ein paar andere Sachen, haben auch eine Beteiligung noch bei einem brasilianischen Unternehmen. Aber wir sehen 620 Millionen Market Cap. Ist jetzt nicht so viel, vor allem wenn man diese ganzen Werte an Bauland oder Ackerland da noch mit reinnimmt. Trotzdem haben sie auch viel Verlust gemacht die letzten Jahre. Ihr seht, es ist ein schwieriges Business. Trotzdem ist das sicherlich was, was davon ein bisschen profitieren soll. Wobei ja, dieser Trend, auch wenn es dann diskutiert wird, ist dann auch schon auch viel drin. Zuletzt kamen die Aktien auch wieder runter. Eine Alternative wäre Adecoagro. Auch sitzen in Luxemburg, sind ein bisschen größer und haben ganz, ganz viele verschiedene Farmen. War, glaube ich, auch mal George Soros oder so involviert. Hat eine hohe Dividendenrendite. Ist, denke ich, ein bisschen besser geführt und diversifiziert noch mehr Pure Play. Aber man hängt natürlich da vom Sentiment. Und was vielleicht wirklich spannend und spekulativ ist, der ein oder andere weiß es vielleicht, ja, das beste Ackerland auf der Welt oder zumindest in Europa gibt es ja in der Ukraine. Und da gibt es auch ein paar börsennotierte Agrarkonzerne, die natürlich mit dem Krieg jetzt nach unten gekommen sind. Aber auf der anderen Seite werden sie eher einen besseren Marktzugang nach Europa bekommen. Die Preise steigen, also wenn sie da eher im Westen sind, weiter produzieren können, nicht zu viel zerstört wird. Und natürlich ist nicht ein Play, wenn es einen Waffenstillstand oder Entspannung dort gibt, sollten die profitieren. Eine Aktie wäre die Kernel Holdings, also sie notieren auch in Polen, die kann man auch schon handeln. Was andere wäre noch die Astarta. Und ein, zwei weitere sind sicherlich günstig, aber müsste man natürlich auch noch mal mehr Arbeit reinstecken. Und das ist natürlich jetzt aktuell auch jetzt nicht mein Fokus Agraraktien. Aber wen es interessiert, kann es natürlich auch vom Makrothema her interessant sein. Sag ich mal so, der Benchmark-Titel oder das, was Großinvestoren immer kaufen, wenn sie auf Agrar setzen wollen, wäre John Deere oder Deere & Company. 105 Milliarden, das ist halt eher so eine Beta-Aktie, die aber auch immer mehr in Technologie investieren. Es gibt jetzt autonom gesteuerte Traktoren und sowas. Ich glaube, da kann man auch noch viel machen. Ja. Und ihr seht, die Aktie war halt auch immer sehr, sehr profitabel. Ist vielleicht aber auch jetzt ein bisschen das Beste vorbei, aber teuer aufs nächste Jahr ist man jetzt auch nicht. Eine Alternative, ein bisschen günstiger, ein bisschen kleiner, wäre AGCO, die auch solche Landmaschinen herstellen. Wir sehen hier sogar ein einstelliges KGV, aber das ist halt oft immer auch so ein Zykliker. Ne? Aktuell verkaufen sie viel solche Maschinen. Die Frage ist halt, in zwei, drei Jahren aussieht. Langfristig war die Aktie jetzt im Verhältnis jetzt, was man sonst so kaufen kann, jetzt nicht so der Bringer. Hier haben wir gesehen, 10 Jahre hat sich nicht viel getan. Ja, also das ist halt auch von diesem Sektor. Ein bisschen interessanter sind alle eher vielleicht dann so die Düngemittelhersteller. Ja, die sind nicht so ausweitbar. Da wäre natürlich eine Nutrien zu nennen. Das ist wirklich ein großes Ding. Eine spannende Alternative wäre vielleicht noch eine SQM. Das wird, ist ja als Lithium-Play bekannt. Die haben aber auch einiges so an Düngemittel. Solange die Sanktionen sich nicht entspannen und sag ich mal, aus Weißrussland, Russland da weniger Düngemittel exportiert werden kann,
ist es natürlich schwierig, dass da die Preise massiv runterkommen. Und die Aktie, ihr seht, ist auch jetzt nicht am Topf vom Zyklus super teuer. Ja, wer europäisch oder deutsch mag, wäre eine K&S eine Alternative. Die ist natürlich auch schon stark gestiegen. Jetzt eher wieder im Abwärtstrend. Ihr seht, das Thema ist auch schon so ein bisschen kurzfristig durch, kann aber auch mal dann wieder kommen. Und aktuell drucken diese Unternehmen Geld. Jetzt haben wir KGVs von 3 und 4. Ja, da wird jetzt wieder angenommen, dass sich das irgendwie entspannt. Ist die Frage, kommt das so oder nicht? Ja, ist sicherlich jetzt aber auch nicht schon super heiß gelaufen von den Bewertungen. Eine Alternative wäre eine KWS Saat, ja, die so Saatgut herstellt. Hier hat ein bisschen weniger Spekulation stattgefunden. Ist auch ein bisschen defensiver, ist historisch gesehen auch nicht zu teuer. Und vielleicht auch mal ein Übernahmethema, wer es ein bisschen größer will und nicht ganz so das Pure Play, kann natürlich dann auch das über eine Bayer oder sowas abdecken. Und wenn man so ein bisschen Agrarhandel machen will, noch ein bisschen erneuerbare Energien, wäre eine BayWa natürlich auch ganz interessant. Die Aktie ist aber allerdings schon sehr, sehr gut gelaufen. Aber natürlich profitieren Händler, wenn die Preise steigen oder, sag ich mal, das alles ein bisschen komplizierter wird. Haben aber auch so ein paar neue Solarparks und, im Angebot und natürlich auch einen Einzelhandel, wo sich solche Produkte an Landwirte in Deutschland und Europa verkaufen. Und was vielleicht sogar langfristig am besten gelaufen ist von diesen Aktien, wäre Lachs. Ist ja auch eigentlich ein Agrargut, dass sich man hier Fisch produziert. Das wäre eine Mowi, die haben einen ganz eigenen Zyklus. Das ist über 10 Jahre eigentlich gut gelaufen, weil auch hier das Angebot anders als jetzt bei Weizen nicht so ausgeweitet werden kann, weil man es halt vor allem in Chile, Norwegen, gibt es halt diese Bedingungen, dass man das züchten kann. Kann man natürlich jetzt auch wieder moralisch oder so Werfel finden, aber es ist sicherlich besser, als wenn man Fisch fängt auf den freien Meeren, aber natürlich ist auch nicht hundertprozentig sauber. Trotzdem, Fischproteine ist sicherlich auch nicht ungesund und relativ effizient im Verhältnis zu Rindfleisch oder Schweinefleisch ist es sicherlich noch etwas, was da ein bisschen besser ist. Und wen das interessiert, habe ich auch mal ein Video gemacht, 10 Lachsaktien. Das waren also 10 Agrarideen. Was wären Ideen noch von euch? Ich habe ja noch ein paar daneben genannt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und sowas kann man natürlich auch ein bisschen übers Wikifolio nachhaltige Dividendenstars, da würden sowas dann eher noch ein bisschen mit reinpassen, mit abdecken. Ciao und bis zum nächsten Mal.